Das religiöse Institut der Idente Missionare Christi des Erlösers feiert den 50. Jahrestag seiner Gründung. Ihr Präsident Jesus Fernandez Hernandez erklärt uns ihr Charisma, das manchen auch als Cafeteria-Mission bekannt ist. Kurz gesagt ist ein Idente-Missionar jemand, der versucht, ein Leben der Heiligkeit innerhalb einer Gemeinschaft zu leben, im Licht des Evangeliums. Wir versuchen, die Fülle der Liebe, über die Christus spricht, zu leben, denn wir wissen, dass die Kirche eine Art Universität der Liebe ist, in der wir alle unser Doktorat in Liebe machen. Dieses Institut für gottgeweihtes Leben besteht aus Männern und Frauen, Laien und Klerikern, Zölibatären und verheirateten Paaren. Es ist in 25 Ländern innerhalb Europas, Amerikas, Asiens und Afrikas präsent und versucht, dem menschlichen Geheimnis eine Antwort zu bieten. Wir widmen uns der Welt der Universitäten, ganz besonders denen, die weit entfernt sind von der Kirche. Wir versuchen, mit ihnen zu sprechen. Wir versuchen, Probleme wie Neid, Depression, Familienprobleme und andere Probleme zu lösen, die vielleicht nicht in direkter Beziehung mit der Religion stehen, aber ihre Arbeit, ihre Beziehung zu den Mitmenschen und der Gesellschaft beeinträchtigen. Wir erklären ihnen, wie Christus diese Probleme alle löst. Pater Hernandez bestätigt, dass sie öffentliche Plätze besuchen, um Intellektuelle und Atheisten zu treffen, weil auch Jesus auf den wichtigsten Plätzen gepredigt hat. Es kommt auf einem solchen Weg dazu, dass wir Christus selbst all denen bekannt machen müssen, die weit von der Kirche weg sind, die gegen die Kirche allergisch sind. Es gibt diese Allergie gegen die Kirche. Wir treffen uns also deshalb manchmal in der Cafeteria mit den Intellektuellen, Künstlern, die sich selber Atheisten nennen, und auch mit Menschen, die gleichgültig sind, mit Agnostikern. In die Cafeteria können sie kommen und gehen, wie sie wollen. Sie sind frei. Zur Feier ihres 50-jährigen Bestehens fand im Juni eine große Pilgerfahrt nach Rom statt, als Zeichen der Einheit mit ihrem Gründer Fernando Riello, der diese Einheit mit seinem ganzen Leben bezeugte. Einer der weltbekanntesten Preise für mystische Poesie wurde nach Fernando Riello benannt.